Ich möchte euch gerne erzählen, wie man La Mancha-Gitarren pflegt und sinnvoll aufbewahrt. Zur Aufbewahrung. Ich finde es immer ganz schön, wenn man eine Gitarre im Zimmer irgendwo aufhängt oder auf einen Gitarrenständer stellt. Es hat einfach den Vorteil, dass man die Gitarre schneller zur Hand hat und halt eher auch mal spielt, wie wenn man es im Koffer hat oder in der Tasche. Aber das geht natürlich auch. Zum Ort, wo man es aufbewahrt, gibt es noch zu sagen, dass es wichtig ist, dass die Luftfeuchtigkeit nicht zu niedrig ist. Die Hersteller sagen nicht unter 45% Luftfeuchtigkeit. Das hat damit zu tun, dass wenn es zu trocken ist, wenn es wesentlich trockener ist, wie dort, wo es gebaut wurde, dass sich das Holz zusammenzieht und dass es dann ganz leichte Risse geben kann. Also man muss sich das so vorstellen, die Gitarre ist ja hier ringsrum fixiert und, oder die Decke, und wenn die kleiner wird, dann kann sie nirgends nachgeben und dann lässt sie halt dort nach, wo es am weichsten ist. Oft ist das dann hier, zum Beispiel beim Steg oder neben dem Griffbrett, und das hat einfach damit zu tun, dass es zu trocken ist. Es ist nicht so ganz einfach herauszufinden, wann denn 45% Luftfeuchtigkeit sind. Grundsätzlich, wo man viel heizt und viel lüftet, ist schlecht. Gut ist ein Ort, der eben eher kühler ist und eher nicht so viel gelüftet wird. Meistens ist Schlafzimmer eigentlich ganz gut, weil es da einfach nicht so geheizt ist. Oder eben so eine Abstellkammer oder ein Gang. Ein Alarmzeichen, dass es zu trocken ist, ist, wenn man hier entlang fährt und die Bünde plötzlich überstehen, wenn das piekst. Dann ist das Metall kleiner geworden, das Holz ist stehen geblieben. Das ist nicht schlimm, das kann wieder wegfallen. Aber das ist ein Alarmzeichen, dann sollte man dringend was unternehmen. Also zur Not kann man die Gitarre auch mal ins Badezimmer stellen, das macht ja nichts. Zur Pflege. Die Saiten sollte man ab und zu wechseln. Das hängt ein bisschen damit zusammen, wie viel man spielt. Wer viel spielt, wechselt vielleicht einmal im Monat. Wer wenig spielt, vielleicht einmal im Jahr. Das Problem ist, die sehen zwar vielleicht noch gut aus, aber die verlieren an Spannung. Also die Saiten, die sind unter Spannung, und wenn das immer weicher wird, dann klingt die Gitarre immer dumpfer, je länger man es drauf lässt. Man kann die auch 3 Jahre drauf lassen, aber die klingt dann einfach nicht mehr so schön. Wenn ich die Saiten wechsle, nutze ich die Gelegenheit, die Gitarre auch zu reinigen. Bei der Hochglanzgitarre ist das ganz einfach. Da kann ich tatsächlich Politur verwenden. Da tue ich ein bisschen Politur drauf. Also da gibt es verschiedenste Gitarrenpolituren, die im Grunde alle irgendwie funktionieren. Das muss man ausprobieren. So, wenn da was rauskommt, genau so, tue man einen Tropfen drauf. Und poliere es dann. Und dann tue ich es mit dem trockenen Tuch wieder abpolieren. Und dann ist die wieder sauber und glänzt, wie wenn sie ganz neu wäre. Das sollte man nicht tun bei Mattlack. Bei Mattlack sollte man wirklich nur mit dem trockenen Tuch putzen und auch nicht mit diesen Polierbewegungen, die ich jetzt gerade gemacht habe, sondern eben einfach hier so gerade drüber polieren. Wenn ich eine Politur verwende, dann eher nicht so eine Soße sozusagen, sondern diese dünnflüssigen, alkohollöslichen Polituren, und dann einfach längs drüber fahren.